So, jetzt kommt der Wagen wieder zurückgefahren. Wir können uns allerdings was überlegen mit der Kupferproduktion. Jetzt haben wir zu viel Kupfer und der Verarbeiter ist zu langsam. Du hast aber jetzt zwei Sachen dann. Nee. Ich verarbeite jetzt zweimal Kupfer hier an der Stelle. Der hat drei Ausgänge. Ja, nee, zwei Eingänge, ein Ausgang. Du kannst den jetzt dann nochmal beladen mit was anderem. Das ist dann auf der Containerseite, quasi der in der Mitte. Und der ganz links, das ist ein Tank. Da kannst du den Biomasse und so weiter einfüllen. Wegknoten ausblenden, ne? Und genau. Dann sind sie weg. Und der Wagen fährt da trotzdem seine Strecke. Oder? Fährt er? Fährt er nicht. Ah. Ja. Mhm. So, das heißt, der holt jetzt von dem MK da hinten. Mhm. Achso, das heißt, du hast hinten ein MK. Ja. Danach vom MK Förderbänder, die zu einer LKW-Station gehen. Genau. Naja, okay. Und hier dann, ja, ist halt sehr viel, was hier produziert wird jetzt, ne? Ja, sehr viel. Deswegen müssen wir den Kupferzeug hier hinten mal ändern. Ja, wir brauchen einen zweiten Ofen, ne? So, der macht 30 Kupfer mal in die Minute. Und der macht 45 Draht. Lass mal eine zweite Schmelzerei hier erstmal machen. Jeder Produktionslauf an sich, wir brauchen gar kein jetzt das Gebäude hier wieder. Das brauchen wir eigentlich gar nicht, oder? Würde ich jetzt behaupten. Ist ein Splitter. Ja. Könnt ihr ruhig auch wegnehmen. Nee, das ist kein Splitter, das ist schon ein Fusionator. Ja, Fusionator. Fusionator, ja. Ich würde das direkt in das Teil hier erstmal fügen. So, wo brauchen wir den Fusionator? Den brauchen wir gar nicht im Moment. Noch. Mach erstmal das wieder zu. Genau. Das haben wir verbunden. So, hier soll Kupferbarren, ne? Ja. Genau. Und der braucht Strom, braucht er. Der braucht ja auch Draht. Das heißt, hier hinten müssen wir die nur kombinieren wieder, ne? Na, ich würde. Kannst du noch mal ein Lager da drüber setzen? Ja. Ich würde ein Lager drüber setzen und dann fügen wir da einfach einen zweiten Produktionslauf erstmal ein. Und schauen später, wie sich das fügt. Genau. Und hier brauchen wir dann noch einen zweiten Konstruktor, ist das, ne? Ja, ja. Hier noch einen zweiten Konstruktor. Produktion. Konstruktor. Aber mit vielen versteckte Eisenplatten. Warte, den kann ich vielleicht bauen. Moment. Produktion war der, ne? Konstruktor kann ich nicht bauen, nein. So, verstellte Eisenplatten. Wann ist die? War das drei Stück? Ich weiß gerade gar nicht. Oder wie ist das komplett vertan? Ja, ja, stimmt schon. Drei Stück und zwei K. Produktion, Konstruktor. Ja. Ja. Passt. Hier? Ja. So, passt, ne? Ja. Wir brauchen nur noch Strom. Jo. Und den konfiguriere ich auf Draht, ne? Ist richtig, oder? Wie, wo, was? Was, warte mal. Der muss auf Draht konfiguriert sein. Achso, ja klar. Ja. Energie, Stromleitung. Das zweigen wir direkt hier ab. Putsch. Fuck, mir fehlt ein Kabel. Hast du noch Kabel dabei? Soll ich Rakete abschicken? Kann man schon? Ja. Ja, dann schieß mal hoch. Eigentlich hätten wir jetzt noch da oben bleiben müssen. Ah ne, warte, das ist ja noch nicht. Alles gut. So, wo wollte ich jetzt? Ah ja. Nein. Wir haben jetzt unsere Selbstverteidigungswaffe da, ne? Ah, cool. Ich werf mal aus dem Inventar die Armierpistole nochmal.
Bau uns mal die Waffe, ja? Ja, zweimal bitte direkt. Xenobasher, genau. Oh Gott, was braucht man denn dafür alles? Den Xenozepper, den. Ach, den brauchen wir nicht mehr, den Xenozepper. Den können wir jetzt quasi upgraden damit. Ach, den verbauen wir damit jetzt? Ja, genau. Okay. Für einen Xenobasher brauchen wir allerdings zwei, also wir brauchen viermal Xenozepper. 20 Kabel, 200 mal Draht für einen von den Dingern. Scheiße. Und 5-mal modularer Raum. Heftig. Und wir haben, guck mal in dein Inventar, wir haben 5 Slots mehr bekommen. Inventar. Yay! Ja. Ich habe mir erst gerade mal angeguckt, was wir brauchen für den Weltraumlift, ne? Ich will nicht. Wir haben bei Stufe 2 und 3 Sachen dazu bekommen, die wir jetzt noch erforschen können. Hast du es gesehen? Nee, gerade nicht. Warte. Auf Stufe 2 haben wir gelbe Fragmente. Warte mal. Overclock Building, Energiefragment können wir damit auch machen. Okay. Kann man schnell erforschen. Stufe 3, da haben wir Katerium-Technologie dazu bekommen. Scheiße. Für einen verbesserten Strommast. Sprungstelzen. Damit können wir springen. Ja, geil. Und lass das mal erforschen. Ja, warte mal. Was ist bei 4? Fehlt ja nur Logistik noch, ne? Ja, das war das normale. Ne, lass mal erst Stufe 2 vollständigen und dann Stufe 3. Also keine Sprungstelzen. Die machen wir danach direkt. Okay. Oder? Ja, es ist schon ausgewählt. Achso, ja, das können wir eigentlich schnell vervollständigen. 500 Draht. Ah, so, die Rakete kommt erst in 8 Minuten, genau. Was hast du denn für Material? Ich hab Draht, ich hab den Rest. Achso, ja, okay, ja dann. Ja. Warten wir die 8 Minuten, ist egal. Ja klar, ich will die Rohstoffe hier ein bisschen weiter verarbeiten, ja, damit die weg sind. Ja. Ich hab jetzt einiges aufgesammelt, leider. Kann ich die Kupferbahn nicht irgendwo noch dazwischen schmeißen? In die Maschine? Ja, leider nicht. Ne? Das hatte ich da im Singleplayer damals auch. Oh. Das ist ja einfach von Hand. Dann musst du theoretisch nochmal irgendwo einen Container dazwischen schmeißen, wo du das mal reinschmeißen könntest. Ja, extra nur für die handgemachten Sachen, ne? Das müsste man dann oben in der Anlage mal planen. Mhm. Das brauchen wir nicht hier, ne? Immer so lange lagern. Ist egal. Weil so ein Abfall-Eimer. Abfall. Oh Mann, ey. Warum habe ich so viel Kupfer? Kann ich nicht sagen. Wir haben ein Problem. Problem? Ja, wir müssen Eisen schnell, bei Eisen was ändern, schnell. Wieso? Eisenlager ist voll. Eisenstäbe. Oh. Das rechte Lager ist komplett voll beim Eisen. Und das linke Lager hat noch 100 Platz, also nur noch ein Slot. Okay, warte kurz. Rechts stapelt sich schon komplett, da produziert gar nichts mehr. Das heißt, wir müssten ein Lagersystem erweitern nach oben. Ja, Moment, mach ich sofort. Ja. Machen wir vielleicht die doppelten Lagercontainer. Ja, in die Höhe, ne? Ja, wir haben ja, ne, es gibt ja den einzelnen Container und es gibt ja noch den doppelten Container. Ja, ist aber egal, ich habe jetzt schon die Höhe gesetzt. Es geht ja jetzt gerade nicht um Schönheit, also. Ja, dann scheiß drauf. Wir müssen die Bänder jetzt nur splitten noch, ne? Ja, müssen wir die splitten oder können wir die einfach nicht nach oben verlegen? Ach, ah, mir fällt was ein. Ja, Moment. Ich hab die Idee. Boah, gib mir das auf den Sack. Was hast du gemacht? Ich bin hier noch dabei, das, die Kupferbahn zu verarbeiten. Achso, das ist gut. Also ich kann über 1000 Drähte herstellen. Läuft bei dir. Aber sonst kein Leben, oder? Nein. Aber irgendwie muss das ja alles weg. Boah, ist das ätzend. Obwohl, ja, warte mal kurz. Ich hab ein Problem. Was passiert, wenn ich jetzt die Kupferbarren noch vor die Schmelze reinschmeiße? Bleibt ihr dann auch hängen, weil ihr die nicht weiterverarbeiten könnt, oder schiebt ihr den einfach durch, weil es sind ja schon Kupferbarren? Problem ist, wenn ich das nächste teste, Frage? Wenn ich das teste und es funktioniert nicht, können wir die ganze Anlage wieder anreißen dafür. Dann habe ich nichts draus gewonnen, weil ich die ganzen Materialien dann wieder im Inventar habe.
Naja, okay, aber ich hab Bock drauf. Ich mach das jetzt so zu Ende und dann fertig. Ich hab jetzt, warte. Wie viel kriegt der da noch aus? 200, okay. Und jetzt zieh ich noch durch. So, ich habe jetzt per Hand 1371 Drähte erstellt. Na, läuft wieder, ne? Hilf mir. Warum soll ich dir helfen? Niemals. Das ist zu viel. So. Gut. Hast du schon alles geändert da hinten? Nein, ich komme mit der Planung gerade nicht hinterher wegen dem Lagersystem. Ich versuche die von dem. Ich will eigentlich von dem unteren Lager automatisch weiterfördern lassen ins obere. Ich weiß nicht, wie man das mit den Ben. Ja, das geht halt nicht nach oben, das ist das Problem. Achso, deswegen, okay. Ja, ich bin da auch gerade am Rätselraten, wie man das gestalten kann. Nur habe ich tatsächlich noch nicht die Lösung. Man muss jetzt irgendwie in die. Ja, das geht halt. Wir brauchen hier ein Fördermast, denke ich mir mal. Oder? Versuch ja, mal jetzt in die Luft. Versuch mal über die Drehung jetzt nach oben zu kommen. Warum machst du solche Fördermast? Das ist so unnötig. Geht das? Das war jetzt echt irgendwie ein bisschen überflüssig. Kannst du den nochmal rausnehmen? Und einen normalen komplett? Fördermast dahinstellen, ja. Einen ganz normalen Fördermast. Wohin? Ja, so? Nee. Ihr geht down da und da ist nur in die Höhe. Direkt schon auf die passende Höhe für oben. Noch eins? So? Noch eins? Ja. Wenn das geht, ne? Okay. Den hier vorne auf die halbe Höhe. Das? Kriegst du das verbunden? Nein, oder? Jetzt testen. Also den krieg ich auf keinen Fall verbunden, das ist zu krass. Den nochmal. Warte mal, den nochmal weg hier. So. Fördermast. Nein, da will ich hin. Baue ich hier nach oben? Wie ziehe ich hier nochmal hoch? Einmal hinsetzen, drücken und dann hoch. Okay. So war das, stimmt. So, jetzt hoffen, beten und hoffen. Ja, irgendwie nicht, ne? Nein. Geh nochmal hin und dreh die Container oben. So oder andersrum? Ach du meinst. Nee, ich kann die nur so oder so drehen. Anders drehen geht nicht. Ja, so ist okay. Kann man die? Ach, egal. Probier mal hier an dem. Hä? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Unsere Rakete kommt. Befüll du einfach. Ja. Wo hab ich den gesetzt? Den da, okay.
nächsten? Hast du ihn schon angeheftet, oder? Ja, ist schon oben rechts. Sekretärin links da, okay. Das ist das mit dem Sprungding, was wir brauchen. Weißt du, mit den Sprungfüßen? Warte nur ganz kurz, ich bin sofort wieder da. Jo. So. Ich musste ganz kurz unterbrechen. So, jetzt bin ich wieder da. Ich mache noch ca. 10 Minuten, dann müssen wir noch eine kurze Pause machen. Alles klar. So. Ja, das heißt, Eisen läuft. Dasselbe sollten wir dann hier drüben schon mal machen, obwohl da haben wir noch keine Knappheit, aber besser ist schon, ne? Ich setze schon mal die Lagerboxen drauf. Jetzt tu mal die Lager schon mal hin, dann mache ich schon mal hier den Rest. Wollte mal nach dem Werkzeug gucken, ne? Nach dem verbesserten Angriffsgedöns. Genau. Oh Gott, was man da alles braucht. Ja. So, den haben wir. Dann Förderbänder. Scheiße, damit habe ich schon irgendwie fast schon gerechnet. Aber vielleicht kriegen wir das auch so direkt hin. Nein, natürlich nicht. Hm. 4500 Schrauben kann ich herstellen, perfekt. Reicht gerade so. Ja, wird knapp, ne? Ja. Das könnte echt zum Problem werden. So, tut mir leid, Strom hast, du musst kurz weg. Dich ersetze ich aber sofort wieder. Was brauche ich denn hier? So. Dann noch den Logistikteil wieder. So, theoretisch dürfte das jetzt funktionieren. Achso, das funktioniert jetzt nicht, okay. Dann halt nochmal den dahin. Jetzt sollte es dann funktionieren. Warum funktioniert denn das jetzt nicht? Der will auch nicht, warum? Muss er noch weiter weg? Das wäre doch jetzt aber extrem behindert, wenn er noch einen weiter weg muss. So, Förderband. Hä? Der will die irgendwie nicht mehr übernehmen. Warum? Was weiß ich. Ich hab den jetzt genauso gebaut wie die anderen auch vorher. Ach, warte mal kurz. Ne, die Kisten stehen genau gleich. Die stehen auch genau gleich. Hä? Ist das eine Pistole? Ja, die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Ja. Die Achterbahn, die geht so ab. Die Stänze mit der Gänse. Ich schlaf nicht.
mein Gott!